Hallo, ich bin Ernestina Matzer von der Akademie BIOS. Heute lade ich dich ein zu unserem Seminar Seelische und körperliche Beschwerden aus energetischer und symbolischer Sicht verstehen. In diesem Seminar geht es grundsätzlich um zwei wichtige Schritte: besser den eigenen Körper zu spüren und seine Botschaften, Signale und Warnsignale zu verstehen. Diese Entwicklungsschritte zu machen, hilft dir, mir, uns allen, mehr uns zu spüren, dadurch auch selbstsicherer, entschlossener und kraftvoller zu sein. Spüren wir uns in unseren Körper, dann können wir auch leichter das, was wir uns vornehmen, umsetzen. Wir sind tatkräftig, umsetzungsfähiger und gelingt es uns auch besser zu verstehen, was der Körper uns zu sagen hat. In der Tat, viele von uns sind auf Kriegsfuß mit dem eigenen Körper. Vor allem, wenn wir krank werden, wenn wir Schmerzen haben. Der Körper macht nicht mehr mit. Es funktioniert nicht mehr. Und wir werden sogar manchmal auch wütend auf den Körper. In diesem Seminar gebe ich dir meine 20-jährige Erfahrung weiter als Scherzopraktikerin, Körperarbeiterin und auch Ausbildnerin im Bereich von Bodywork und Kraniosakral weiter. Ich habe bei meinen Klienten und bei mir selbst auch immer wieder beobachtet, wie der Körper bestimmte Signale, bestimmte Botschaften sendet. Vor allem der Körper äußert emotionale Inhalte, Gefühle, die wir nicht wahrnehmen, durch körperliche Beschwerden und oft durch die Einschränkung unserer Beweglichkeit. In der Tat, die Beweglichkeit des Körpers ist Ausdruck auch der geistigen Beweglichkeit und unserer Anpassungsfähigkeit. Um was geht es konkret in dieser Arbeit? Es geht grundsätzlich um zwei wesentliche Aspekte. Auf der einen Seite gebe ich dir weiter in diesem Seminar vier wesentliche Schritte, die dir helfen und auch, wenn du dann mit Menschen arbeitest, das kannst du gerne weitergeben, auch ihnen weiterhelfen, die zu spüren, aber vor allem die Botschaft des Körpers wahrzunehmen. Es geht darum, diese vier Schritte selber zu erfahren und dann weiterzugeben. In erster Linie die Selbstwahrnehmung, das Körperbewusstsein zu stärken. Dann wahrzunehmen, welche sind die Bereiche des Körpers, die Teile des Körpers, die als emotionaler Speicher dienen. Immer wieder, wenn wir unter Stress sind, wenn wir emotional verletzt werden, enttäuscht sind, meldet sich der Körper mit bestimmten Symptomen. Manche Menschen haben des Öfteren Kopfschmerzen, andere neigen dazu, Magenbeschwerden zu haben. Manche haben Nackenverspannungen, die sie oft blockieren. Diese Bereiche des Körpers würde ich als emotionale Speicher definieren. Wenn wir spüren, welche Bereiche des Körpers Botschafter sind von Aspekten unserer Persönlichkeit, von Gefühlen, die wir nicht wahrnehmen, dann ist es wichtig, um kraftvoller zu sein und auch gesunder zu sein, die Bedeutung diese Beschwerden, die symbolische Bedeutung wahrzunehmen. In weiterer Folge geht es dann darum, mit Atemübungen, mit Visualisierungsübungen, mit Akupressurübungen, die den Fluss der Meridiane aktivieren, auch mehr Beweglichkeit, mehr Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. Und als letzter Schritt geht es darum, auch eine intensive, empathischere und tiefe Beziehung mit dem eigenen Körper aufzubauen. Der Körper kann definiert werden als unser bester Freund oder als Reisebegleiter durchs Leben. Wir haben Pläne, Wünsche, Träume. Ohne dass es uns gut geht körperlich, ist es oft schwierig, sie zu verwirklichen. In diesem Seminar setzen wir uns genau mit diesem Aspekt auseinander und wir schauen
und unterschiedliche seelische und körperliche Beschwerden aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Und nehmen wir konkrete Hilfestellungen wahr, die das Ziel sich setzen, die symbolische Bedeutung vor allem zu verstehen. Das heißt, dieses Seminar ist auf keinen Fall ein Ersatz für eine medizinische, psychosomatische, psychologische, physiotherapeutische Begleitung, Beratung oder Therapie. Es hat sich nur das Ziel, die Selbstreflexionsfähigkeit und die Selbstwahrnehmungsfähigkeit für sich selbst, für die körperlichen Prozesse zu stärken. Viele der Techniken, die auch die Körperwahrnehmung stärken, sind aus dem Mentaltraining, aus der Technik, die ich in meiner Erfahrung im Rahmen der Kampfkunst gelernt habe, schon seit meiner Kindheit. Ich habe mit 7 Jahren begonnen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Kampfkunst, und gebe es gerne weiter. Für wen ist dieses Seminar geeignet? Für alle diejenigen, die den eigenen Körper anders spüren möchten, endlich wahrnehmen möchten, die sich wünschen, kraftvoll zu sein, die auch selbstsicherer sein wollen und besser zu Hause im eigenen Körper ankommen wollen. Für diejenigen, die den Körper als Heimat wahrnehmen wollen, mit allen Sinnen. Für diejenigen, die mit Menschen arbeiten, jetzt Körperarbeiter, Körpertherapeutinnen, Berater, Coach, die besser die Zusammenhänge verstehen wollen zwischen Körper, Seele. Was auch wesentlich ist bei diesem dreitägigen Seminar für mich, ist auch gewisse Glaubenssätze und entfaltungshemmende Verhaltensmuster wahrzunehmen, die mit körperlichen und seelischen Beschwerden verbunden sind. Aus empirischer Sicht, durch die Beobachtung meiner Klienten, durch die Protokolle und die Selbsterfahrung im Rahmen der Ausbildungs- und Weiterbildungsseminare, haben wir gemeinsam mit den Teilnehmerinnen, ich in meiner Beobachtung, festgestellt, dass oft gewisse körperliche und seelische Beschwerden mit bestimmten innere Überzeugungen und Verhaltensweisen zu tun haben. Und genau das ist auch eine der Besonderheiten dieses Seminars. Die Glaubenssätze, die Verhaltensmuster, die hinter bestimmte seelische und körperliche Beschwerden sie verstecken, zu analysieren. Wenn du Interesse hast, wenn ich deine Neugierde erweckt habe, dann kannst du entweder an diesem Seminar teilnehmen, online teilnehmen, oder das Seminar als Fernstudium buchen, und dadurch hast du die Videos, die ausführlichen Skripten und die Videos zu den Übungen zur Verfügung, und du kannst die Inhalte in Ruhe mit einem Lerntempo erfahren, lernen und umsetzen. Mehr Informationen über dieses Seminar findest du da unten mit dem Link. Und wenn du noch Interesse hast, um mehr mit deinem Körper dich auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir, unseren Kanal zu abonnieren. Immer wieder, ich, mein Mann und auch meine Mitarbeiter veröffentlichen Videos mit Übungen, geführten Meditationen, um die Beziehung zum eigenen Körper liebevoller, empathischer und vor allem kraftvoller zu gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.